just forever, ever, hold it, never mind. Oh, I. Seid gegrüßt, wir sind wieder zurück in Red Dead Redemption und es geht direkt weiter mit Mika. Jetzt sind wir nämlich im Lager, ich muss noch ein bisschen was abgeben und vielleicht fällt es euch ja auf. Ich habe hier massenweise Pferde. Eigentlich habe ich mir nur eins gekauft, ein teures. Das ist hier dieses graue, weil ich hatte bisher ja nur braune und Ingo, der ursprüngliche Ingo in weiß, ist ja verloren gegangen oder in grau. Und habe mir dieses weiße Pferd hier oder dieses grau-weiße Pferd gekauft. Das ist jetzt sozusagen das Pferd Hau drauf. Das Pferd hier, kennt ihr das? Das ist Ingo, Nummer 2. Und irgendwann stand dieses Pferd da und ich habe einfach mal meinen Sattel draufgehauen und ich finde dieses Tier mega. Riesig. Hat was von Ingo und gefällt mir wirklich. Und ich habe noch durch Zufall ein anderes noch gefunden. Das ist aber im Pferdestall, von daher, das ist erstmal unwichtig. Jetzt machen wir erstmal die Mission Mika und hier ist irgendwas Neues. Mr. Morgan. Was will ihr denn? Yes, Reverend. Do you think the Pinkertons are finally gonna kill us? Nein. Perhaps. I'm so worried. Ja, und deswegen trinkt er gleich wieder. Okay, hier ist was Neues. Ich wollte eigentlich zu Mika, aber hier ist was Neues. Ich glaube, hier ist ein Banküberfall. Eine Kutsche überfallen. Komm. What are you doing? Wir machen die Kutscheüberfall. Prepping for a robbery. I've had a good run of luck recently. Okay. Wenn wir schon so viele Pferde haben, müssen wir mal wieder Geld verdienen. And what are you about to do? A stage. Well. Good luck. Would you want to come with me? Now I was going to ask Sean, but he's too much of a hothead. What's the opportunity? A bank stage. And without eine much Bankkutsche. This fella was telling me about it a couple of nights ago when we was drinking. It's gonna be coming right through, and the bank records, the cost of security ain't worth the risk. Now there'll be a couple guys, but nothing too serious, and lots of money. Easy money. Well, that's always the dream of every thief. Easy money. Well, like I was saying, my luck is in now, Arthur. Well then. Ich nicht. Why not? Ich habe bisher meine ganze Kohle verspielt. See, I got a plan in mind. Ich komme nicht damit klar, wenn man zu viel Geld hat, gibt man zu viel aus. Das habe ich getan. Und man stirbt auch zu oft, weil man es leichtsinnig wird. Das ist mir passiert. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier auch den richtigen, ins richtige Feld bekommen. Hier kommt mal wieder mit. Tilly kommt mit. Tilly kommt mit, das ist ja nett. So, jetzt gehen wir mal mit dem großen Pferd. Ich mag diese Pferdestation hier im Lager. Das glaube ich ihm nicht. I'd feel a lot safer. Because I've done all the groundwork on this. Next time she brings in a lead of her own, we'll all bow down, I promise. I'll remember you said that. You follow orders, stay alive. That's what they used to tell me in the army. That kicked you out of the army. They did not. I beg to differ, Marion. Have you been going through my things? You shouldn't have left it out. Can you believe this, Morgan? I don't trust her any more than I trust that Kieran boy. I never had. Running with them foreign boys all them years. She can turn on us any minute. Just shut your mouth or I'll shut it for you. You have no damn clue. All right, just take it easy, you two. Get your minds on what matters so we do this right. Let's cut up through the creek. Na, Abkürzung klingt nie gut. This was the spot we first picked out for camp. A dry riverbed? Yep. A
Who the hell suggested that? Micah, I believe. Well, that don't surprise me. Okay, ich kann nichts mit denen reden, das ist schade. Ach, schönes Tier ist das. Kommt da noch ein Namen. Und dann ist alles gut. So, wenn wir jetzt gleich da sind, kann ich hier schon mal meine Waffen reintun. So the stage should be coming from over there. What you want me to do? Just act dumb and silly and get the thing stopped. You know, like you do. And what you mean by that? Come on, don't get all precious and stuck up on me now. I don't like your manners, Mr. Williamson. In fact, I think you're an obnoxious idiot. Would you say idiot? I didn't say enough to you, you useless half man. Half man? Half man, what does that even mean? You two stop arguing. He started it. Oh, da kommt die Kutsche. Here's a goddamn stagecoach. We doing this? Yes. Come on, both of you, follow me. What's the plan? There's been a change of. Yes. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das war nix. Zwei weniger. Da liegt mein Teppich hier hin. Zack und weg hier. Als wenn ich es irgendwo gelernt hätte. Nur noch die Kutsche anhalten. Komm mal drauf. Oh. Und los. Na los. Na los, anhalten, anhalten. Keine Züge, keine Züge. Jetzt haben sie sich beruhigt. Na denn, plündern wir mal. Ja, war klar. Erstmal lass mal hier die Tiere weg. So, wenn ich die Kutsche hier gleich in die Luft jage, müssen wir auch dafür sorgen, dass die Tiere weg können. Ich bin ja mal netter. Die sollen ja auch die Chance haben, wegzukommen. Ganz clever war das nicht. We made a right mess of that. We stopped it, didn't we?
Aber wir haben die Pferde vorher gerettet. Let's split up, get the hell out of here. Okay, but you owe me my cut. Don't think I'll forget. I know, go on. So, was kommt jetzt? Wir sollen ja hier alle abhauen. Wo ist eigentlich Tilly? I'll see you back at camp. Ja, wir sehen uns im Lager. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Idiot. Keine Ahnung, wo Tilly ist. Jetzt machen, hä? Bin ich verwirrt. Hm. War nicht wirklich wieder zurück ins Lager. Ja, nun los. Immer schön kreuz, querfeld ein, so rum. Schön die Gegend beobachten. Ich werde jetzt, wie gesagt, wir sehen uns gleich im Lager. Ich reite da mal hin. Wie gesagt, ich kann mit viel Geld nicht umgehen. Wie gesagt, ich hatte mal 3300 und dann gab es neues Pferd, es gab neue Klamotten. Auf einmal habe ich ein verstecktes Lager gefunden in Valentine. Und zack, bin ich zwar mindestens zweimal gestorben. Ja, und da war das Geld fast ein Tausender weniger. Und von daher, ich muss hier wirklich Mission machen. Ich muss brav sein, ich muss lieb sein. Sonst verliere ich meine ganze Kohle. Weil ich entweder ständig Kopfgeld bezahlen muss, deswegen. Ich guck mal, was hier für Rauch ist. Manchmal bedeutet das ja was. Warum ist hier Rauch? Warum ist hier Rauch? Hi, ich will dich nicht ärgern. Immer dasselbe. Sind immer der Meinung, sie können sich mit mir anlegen. Du hättest doch nur dich ergeben müssen. Für 2 Minuten kurz weggehen. Und dir wäre nichts passiert. So, wir sehen uns jetzt, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.